Carola von Lila in Linz und wie im letzten Video schon angekündigt, möchte ich euch gern mitnehmen auf meiner Reise in den Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt. Und viele von euch kennen vielleicht diese süßen kleinen Adventskalender to go. Wir haben hier auf der Rückseite unterschiedliche Muster drauf und vor allem auch die Zahlen. Und die sind, genauso wie bei einem großen Adventkalender, nicht in der Reihe angebracht, sondern man muss auch suchen. Also die 1 ist hier. Die 2 wäre schon da unten, ein kleines Geschenk für unterwegs. Und das ist das zweite Projekt für meinen Weihnachtsmarkt. Und das ist die Idee, mit der ich dann, also die dann entstanden ist. Eine Tasche mit Magnetverschluss, ein Eingriff, um den Adventskalender rausnehmen zu können. Und so bleibt dieser über 24 Tage durch die ganze Adventszeit geschützt. Ein paar Glöckchen mit drauf und dieses Adventskalender to go habe ich mit einem Drucker ausgedruckt auf flüsterweißem Karton, weil es sowas leider von Stampin' Up nicht gibt. Daher, man kann ja auch selber ein bisschen Ideen am Computer entwickeln und ausdrucken, das Papier lässt sich wunderbar bedrucken. Und wie beim letzten Mal schon arbeiten wir mit dem Designer Papier Zuckerstangenzauber. Und auch daher wieder der Farbkarton in Savanne als Basis. Dieser Farbkarton hat die Größe 12,9 zu 21 cm. Das heißt, ihr kriegt zwei Verpackungen raus aus einem Stück A4. Und wir beginnen an, also wir legen die kurze Seite oben an und falzen auf beiden Seiten bei 0,7 cm. Die 0,7 legen wir hier rüben an, auf der rechten Seite, hier. Und falzen. Umdrehen und wieder. Dann drehen wir das Ganze, beginnen bei 8 cm, schieben weiter auf 8,7 und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil wir müssen auf 16,7 gehen und die 16,7 sind wieder mal genau in der Spalte, die da drinnen sind. Wir können uns aber auch wie bei einem meiner letzten Videos ein bisschen aushelfen, indem wir die nächste Breite wird 8 cm. Das heißt, wenn ich diese Falzlinie bei 8 anlege, hier kommen wir dann hier in der Mitte auf die 16,7. Also das ist 16,7, die nächste 17,4, die geht wieder einfach. Die ist dann schon auf dem Arm drauf. Wir nehmen das Falzbein zur Hand, knicken uns unsere gezogenen Falzlinien um. Die kleinen sind vielleicht ein bisschen schwieriger zum Umknicken, weil sie einfach so klein sind. Und dann können wir auch schon mit dem Schneiden beginnen. Also ihr habt hier ein längeres Stück und ein kürzeres Stück. Diese beiden, die nach dem längeren Stück sind, diese beiden Falzlinien schneiden wir bis zur Querfalz oben ein. Und diese hier können wir gesamt wegschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite zeige ich euch das auch nochmal. Das ist exakt das gleiche. Und hier in der Mitte einschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus im Rohzustand. Die Ecken runden wir mit dem Project Life Eckenabrunder ab. Und dann können wir auch schon unser Papier aufkleben. Ich habe hier ein Stück in 11,2 zu 3,3 cm. Ebenfalls einmal die Ecken abrunden. Bei dem Muster ist es nicht tragisch, in welche Richtung ihr klebt, aber bei diesem hier zum Beispiel, da geht das Muster in eine bestimmte Richtung mit diesen Lebkuchenmännern. Das heißt, da müsst ihr bitte beim Aufkleben bzw. beim Eckenabrund ein bisschen aufpassen, in welche Richtung dann zu kleben ist. Wie immer der Flüssigkleber, der zum Einsatz kommt. Dieses Design kennt ihr vielleicht von meinem letzten Video, das haben wir bei der Nuss-Nougat-Verpackung verwendet. Kleber auftragen, großzügig, aber nicht zu viel, sonst quillt ihr euch raus auf der Seite.
aber wir wollen doch, dass der Kleber bis zum Rand verstrichen wird. Das wird unser Deckel. Und jetzt, bevor wir das große Stück Designerpapier aufkleben, kommt der Magnet zum Einsatz. Das hat den Grund, damit der dann anschließend unterm Designerpapier versteckt ist. Man kann den jetzt nicht sehen, aber man spürt den, dass der da drunter ist. Aber es gibt einen schöneren Abschluss, wenn man den nicht sieht. Ich habe hier selbstklebende Magnete. Nehme mir zwei Stück davon ab. Wenn Sie wollen, so. Aber nachdem ich diesen selbstklebenden Magneten nicht immer zu 100% traue, gebe ich trotzdem noch einen unserer Klebepunkte oben drauf, weil ich weiß, dass die wirklich bombenfest halten. Suche mir da die Mitte, ziehe vom gegenüberliegenden ebenfalls die Schutzfolie ab, nochmal einen Klebepunkt oben drauf und dann lege ich mir diese Verpackung schon so übereinander, wie sie, wenn sie fertig ist, verschlossen wird. Positioniere mir den Magnet und so verschließt sich die Box. Jetzt kommt das größere Stück vom Designerpapier zum Einsatz. Das ist 11,2 zu 7,7 cm, also 11,2 in der Breite, 7,7 in der Höhe. Und rund mir auch nochmal alle vier Seiten mit dem Eckenabrunder ab. Da kommt jetzt das oben drauf und wie ihr sehen könnt, ist der Magnet wunderbar versteckt, hält trotzdem, es ist ja nur, also das sind relativ starke Magneten, meine sind von magnetshop.at, ihr findet aber auch sicherlich in Deutschland passende Angebote. Mit der 1/2 Inch Kreisstanze ein Eingriff ausstanzen, ungefähr in der Mitte. Denkt mir, das muss bei selbst gebastelten Projekten nicht hundertprozentig korrekt sein. Wir bauen die Box so zusammen. Der Mittelteil kommt rein, dann hier die hintere Falzlinie und vorne drüber die Falzlinie, die neben dem Designerpapier ist. Warum? Das zeige ich euch gleich beim Anschluss. Wir nehmen wieder unseren Flüssigkleber. Leg mir das übereinander, ein bisschen festhalten, wie gewohnt. Ups, ich bin schon wieder aus dem Bild raus. Und wir machen das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Die kleine Lasche rein, die hintere als erstes umknicken und dann den Flüssigkleber drauf. Ich nehme hier auch Flüssigkleber und nicht Abreißklebeband, weil unser Abreißklebeband ein bisschen zu groß ist dafür. Und es könnte sein, dass euch dann der Kleber rausschaut. Aber der Flüssigkleber hält auch extrem gut. Ich fahre dann noch einmal mit dem Falzbein rein, drücke das ganz, ganz fest an, auf der zweiten Seite auch, nehme mir meinen Adventskalender to go. Und fertig ist die Verpackung. Hier, ich habe hier ein kleines Loch gestanzt. Dieses kleine Loch habe ich gestanzt mit der Cropper-Teil, weil ich hier einstellen kann, dass das immer auf, der gleichen Höhe ist. Das heißt, ich kann mir hier einen Abstand einstellen. Und jetzt, wenn ich es nicht gleich schaffe, weil es ein bisschen tricky wird, ein bisschen futzelig wird, dann spule ich das Video vor. Ich habe hier die Kordel in Chili, die ist im Dreierpack mit Grün und Gold im Winterkatalog gibt. Schneide mir ein Stück ab und beginne dann aufzufädeln. Als erstes fädel ich auch eine dieser kleinen roten aus dem Accessoire-Paket Mini-Glöckchen.
tricky insofern, weil da so ganz eine kleine Öffnung drinnen ist und das Band fast einmal Spur zu dick ist, aber nur Spur. Ich versuche euch, also ich sehe schon, das wird da jetzt nichts. Ich mache das off-camera und spule euch das vor und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da, habe meine Glöckchen aufgefädelt. Also der rote stammt, wie gesagt, aus diesem Pack, den es im Herbst-Winter-Katalog gibt. Und der silberne und der weiß, das weiße Glöckchen, das habe ich einmal so einen Riesenpacken von einer Freundin geschenkt bekommen. Nach dem Motto, du weißt sicher, was damit anzufangen. Alles klar, da sind sie. Ich fädle dann hier durch dieses Loch, das wir mit der Crocodile ausgestanzt haben, das Band durch. Und mache dann heraußen erst einen Doppelknoten und dann eine Schleife. Doppelknoten insofern, damit das ganz sicher nicht aufgehen wird. Es wäre ja schade, wenn man die Glöckchen verliert. Und die Schleife ist mir jetzt in dem Fall eigentlich egal, wie die aussieht. Die darf eigentlich, also finde ich jetzt, ein bisschen krumm und schief sein. Nachdem die Schleife nicht das Zierelement auf dieser, oder das Hauptaugenmerk auf dieser Verpackung ist, steht die in meinem Fall jetzt auf dem Kopf. Ja. Das Adventskalender to go, wie gesagt, am Computer gemacht, ausgeschnitten. Und wir machen jetzt noch ein Fähnchen rein. Die Ecken möchte ich ebenfalls mit dem Project Life Eckenabrunder abrunden. Und die Ränder, um wieder ein bisschen mehr Verbindung herzustellen mit dem Savanne und dem Flüsterweiß. Die Ränder wische ich jetzt in dem Fall mit Glutrot. Ihr könnt natürlich auch Chili verwenden, das ist die Farbe vom Band, aber Glutrot ist die Farbe vom Designerpapier. Das Fähnchen hinten ein bisschen in die Höhe ziehen mit dem Papierfalter und dann nehmen wir Stampin' Dimensionals auf die Rückseite, nachdem es für den Weihnachtsmarkt ist, 3 drauf, soll ja auch gut halten. 2 würden genügen, aber ich gehe gerne auf die sichere Seite und nehme 3. Und da wir dieses Fähnchen jetzt mit dem Eckenabrund abgerundet haben, passt das auch wieder hier in diese abgerundeten Ecken mit rein. So. Das ist meine Version für den Adventskalender to go. Ich habe noch ein paar mehr zu machen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbasteln, eine kreative Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!